Hallo Bro und herzlich willkommen bei einem weiteren offiziellen Ratings-Video von EA Sports zu FIFA 17. Du siehst jetzt hier schon die 5 Best Skillers und damit meine ich nicht die 5 Besten, sondern alle Spieler werde ich dir heute zeigen, die 5 Skill-Sterne haben. Und da gibt es ganze, wenn ich richtig sehe, 37 Stück. Heute zeige ich dir einfach alle, red nicht viel, klick sie nur durch, zeig's dir. Kein schönes Design heute mal und auch keine Top-Ranking von Top 50 bis 40 und so weiter, sondern einfach komplett alle heute mal. Es gibt auch nur der Hinweis, 2 Spieler da drin, die leider wir meine ich PlayStation und PC-Zocker, nicht sehen, denn es sind auch Legenden mit dabei. Aber das wollen wir schon sehen. Ich weiß nicht, ob du gespannt bist. Wer kann wirklich Skills, also ununterbrochen, also die besten Skillers überhaupt, das zeige ich dir heute hier und jetzt. Und ich fange an natürlich von oben nach unten und nicht von den ersten Platz, weil den ersten Platz, es gibt keinen wirklichen ersten Platz hier, es gibt hier keine Platzierung. Natürlich zeige ich dir erstmal Bronzespieler und dann gleich Goldcard-Spieler und so weiter. Auf geht's und wir fangen an mit Flores. Mit Stärke 63 und hat eben gesagt, ich jage jetzt nicht bei jedem Skill Moves 5 Sterne, weil es ist das Video mit 5 Sternen, also brauche ich jetzt nicht immer wieder sagen, der hat 5 Sterne, sondern wir können uns hier kurz die Karte angucken, ihr könnt ihn euch ansehen und ich klicke einfach weiter, dass das Video einfach nicht unnötig Hashtag Labertasche lang geht. Also kommen wir gleich zum nächsten Spieler und das ist Oduba. Von Tottenham Hotspur mit Stärke 64, Bronze, auch richtig nice, Pace ist auch schon richtig gut am Start, Dribbeln hat auch schon 72, also der läuft schon hier richtig rund, der Nathan, oder Nathan, könnt ihr von mir aus auch nennen. Und wir gehen gleich zum nächsten und das ist Optaka von Charlton Athletic, ebenfalls Skill Moves 5 Sterne, aber auch schon Pace 84, Dribbling 74, eine Silberkarte. Also das ist auch schon richtig schnieke. Und es gibt ja einige, die gerne mit Silberkarten spielen, die solche Skill-Moves und andere Möglichkeiten anbieten. Ich habe auch bei Ultimate Team in FIFA 16 einige solche Spieler verkauft bekommen. Das geht schon. Ich habe auch öfter Gegner gehabt, die komplett nur Bronze oder Silber solche Sachen gemacht haben. Und ihr wisst ja auch Badeschlapp und Co. Und vielleicht mache ich das auch in Zukunft. Mal eine Mission, nur solche Spieler erfolgreich zu sein. Mal gucken. Aber jetzt kommen wir erstmal zum nächsten Spieler und das ist Mastor, der Mann von Zwolle, oder der junge Mann von Zwolle. Man sieht, der ist 1998 geboren, also der ist ja gerade mal 18. Der ist ja richtig junger Bursche, gell? Und der hat auch richtig gute Fähigkeiten, mit dem du Skills machen kannst. Als Silbermann ist hier für den Anfang bei Ultimate Team auch vorteilhaft, weil die nicht so teuer sind und man kann eben ein bisschen tricksen und vielleicht ein bisschen durchkommen bei der ganzen Geschichte. Nächster Mann ist Alanzino. Alanzino hat ebenfalls Skill Moves 5 Sterne. Weak Foot ist halt nicht so der geilste. Ist aber auch schon, wenn man es mal so mal sagen darf, ein alter Sack. Hat hier Stärke 70 und eine Silbercard. Dann kommen wir zu Rakale und der hat, das war sehr deutsch ausgesprochen übrigens jetzt der Name, ebenfalls mit seinen 3 Weakfoots völlig in Ordnung, aber Pace 77, Dribbling 75, ist jetzt auch nicht mehr der jüngste, es müsste jetzt 30 sein, hat eine Silbercard. Wir kommen auch noch zu den Goldkarten. Jetzt kommen wir erstmal zu einem, den kennen wir sehr gut, El Nussi, den kennen wir, ne, kennt ihr bestimmt auch. Vom FC Basel, der hat richtig Power, wenn man überlegt. Skill Moves ist logisch, weil das Video heißt so 5 Sterne, aber Weak Foods hat er auch 4 Sterne. Das ist richtig, richtig gut. Pace 82, Dribbling 78. Also wenn du ein Spieler bist, besonders wenn du in FIFA 17 nach der Demo drin bist und sagst, ah, ich bin gut in Dribbeln, dann könnte der Spieler dir in Ultimate Team schon genug sein, weil er einfach dir das Dribbling schon extrem gut anbietet. Was ich wieder schnieke finde. Er wird natürlich ein bisschen teurer sein als normale Silberkarte, aber es ist bezahlbar. So, was die Münzen angeht. Dann kommen wir zu Elsino. Und der Mann ist auch schon seine 30. Wenn ich hier richtig liege. Übrigens habe ich hier vorhin falsche Mathe angewendet. Der hier ist nicht 30, sondern der ist hier 26. Sorry, ich habe falsch umgerechnet. Nur mal, um mich selbst zu korrigieren. Dieser Mann hier ist nämlich 30.
schon fast 31 ist der jetzt. Und der ist halt, ja, auch eine ältere Generation. Finde ich jetzt aber auch nicht so überzeugend mit dem Pace. Dribbeln kann er ganz gut. 78, aber trotz all dem, ja, ist, glaube ich, in Ordnung. Arojo, wie auch immer ihr möchtet. Arojo hat ebenfalls wie Lucy super gute Qualität mit Weak Foos, mit allem Möglichen. Ist aber auch schon nicht mehr der Jüngste. Mit 1987 geboren ist er jetzt, ich bin bla 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 geboren, müsste er jetzt 29 müsste er sein. Und ja, aber das geht aber eigentlich noch. Pace 80, Dribbling 77. Also das wäre ein Spieler, den ich am Anfang bei Ultimate Team einsetzen würde. Problem ist eher, dass Nationalität und Verein wahrscheinlich in die Chemie bei mir reinpassen würde. Ich weiß nicht, ob ihr sowas nutzt. Dann kommen wir zum nächsten und das ist Martinez. Martinez hat nicht so einen guten Weak Fuß, also schlechteren Fußstern, ne, wer das nicht weiß. Aber ja, Pace 82, Dribbling 77, auch damit denke ich, kann man was anfangen. Aber gut, er hat immerhin Stärke 74. Ist völlig in Ordnung. Dann Villanueva war. Jetzt habe ich extra ein paar Spieler noch vorher die Namen aussprechen gelernt und habe vergessen, die Silberkarten, also bei den Goldkarten, nicht bei den Silberkarten, habe es vergessen. Deswegen etwas blöde, egal. Wir schauen uns das an. Pace ist nicht so geil, aber das Dribbling ist gut. Wäre jetzt nicht so bei mir so ein Kandidat, aber wenigstens ein Spielmacher. Also, du könntest rein theoretisch mit diesen ganzen Silberkarten und alten Säcken, wenn ich das mal so ausdrücken darf, entschuldigt bitte, die alle auch in diesem Alter sind. Das ist nicht so fies gemeint eigentlich jetzt von mir, also von der älteren Generation der Fußballer. Eigentlich kannst du mit Südamerika schon einen guten Start machen, aber leider gilt ja in Ultimate Team nicht Kontinent. Das wäre vielleicht auch noch so eine Sache. Gleiche Sprache, Kontinent, können wir vielleicht auch noch ein bisschen Chemie verbessern. Dann kommen wir zu Kishner, der Mann von Lazio Rom. Erste Goldkarte in dieser Folge. Und da sehen wir, Ricardo Kishner hat Pace 85, Dribbling 82, Gesamtstärke von 75. Der linke Mann, der auch linken Fuß hat, Medium Low in der Work Rate mit Attacking und Defensiv. Und ja, ist auch völlig schön in Ordnung. Wir kommen auch zu spannenden Spielern noch, keine Sorge. Jetzt kommen wir erstmal zu Mikiri. Und Mikiri hat 75 Gesamtstärke, ist auch schon von der Ende älteren Generation. Da sehen wir Pace 78, Dribbling 82. Also mit dem kommt auch gut voran für den Anfang. Und ich glaube, der wird auch am Anfang an nicht ganz so teuer sein. Trotz des Skill Moves 5 Sterne. Sind das so Spieler mit dem älteren Alter, wo man Anfang an gut vorankommt? Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr nicht Coins, Tricks anwendet oder Anführungszeichen illegal Coins holt. Ich persönlich hole nicht irgendwo von welchen Seiten Coins. Ich kriege natürlich 1000 Likes und Anschreiben von Seiten, hey, willst du free Coins und so. Finger weg davon. Gefahr besteht, dass dein Account gesperrt wird von EA. Deswegen versuche ich immer mit aller Macht nur das, was mir auch in Ultimate Team geboten wird, Kohle zu machen. Und das macht es natürlich schwieriger, dass ich zurzeit bei FIFA 16 auch nicht weiterkomme als Liga 4. Und wenn ich dann in Liga 4 bin, kacke ich so ab, wo ich mir denke, was ist das für ein Shit-Game? Und dann komme ich in Liga 5 und rock's wieder und denke mir, ja, ist das ein geiles Game. Also kann man auch noch randommäßig die Gegner besser, das finde ich, da muss man eine bessere Berechnung mal noch her. Mal gucken, wie es in FIFA 17 ist. Dann freut sich vielleicht der ein oder andere Stuttgarter Fan oder deutsche Zuschauer. Maxim ist dabei. Maxim, Stärke 76, rockt schon die zweite Liga ein wenig. Also erster Spieltag hat er mich gut überzeugt. Er kam rein und hat das Spiel wirklich gebammt. Aber natürlich ist Stuttgart auch ein bisschen hingefallen schon in der zweiten Liga. Aber ich denke, den direkten Aufstieg werden sie schon schaffen. Maxim hat Pace 73, Dribbling 79. Da finde ich, so könnte er sogar Pace 2-3 mehr haben. So ein bisschen habe ich die Idee. Er war schon richtig flink, also dass er Skill Moves 5 hat, finde ich völlig in Ordnung. Also dass er hat richtig flinke Bewegungen, finde ich richtig schnieke irgendwie. Dann kommen wir zu Musonda. Musonda von Betis Sevilla, 77 Gesamtstärke. Und da kommen wir schon zur jüngeren Generation, jetzt 96 geboren. Ja, also ist er jetzt 20. Und hat Pace 88, Dribbling 83. Und guck mal, Weak Foot und Skill Moves beides bei 5 Sternen. Das ist schon mal richtig, richtig geil. Das heißt, egal wie du mit dem spielst, wie du ihn einsetzt oder ob du mit ihm ins Zentrum rennst, wenn du dribbelst und irgendwie passen willst, kann er mit beiden Füßen einfach zack, 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 zack die Bude rocken. Und das ist wahrscheinlich ein Zukunftsspieler, den man im Karrieremodus wahrscheinlich jetzt öfter auch auswählen wird, weil er vielleicht mit seinem Alter Potenzial hat, ein Megatalent zu werden. Es gibt ja immer in jeder FIFA-Serie, in jeder Generation immer so Jugendspieler, die sich jeder YouTuber holt oder von
Community gewünscht wird, weil man weiß, die boomen. Ist vielleicht ein Kandidat, wer weiß. Dann haben wir Bolasi von FC Everton. Er ist 27, ist also noch in seinem guten Alter, wo man wirklich rocken kann. Vielleicht nicht mehr wirklich expandiert in der Gesamtstärke, aber noch richtig Fußball rocken kann. Weak Foot und Skill Moves, die sind auch richtig, richtig gut. Pace 89, Dribbling 84, also ich denke auch mit dem kommt man über die linke Seite ganz gut an. Ja, es kommt immer noch darauf an, wie das Gameplay halt in der Demo, wie du dich reinfriemelst. Ob jetzt in FIFA 16 war es halt wirklich das Ding, dass alle einen Stürmer in LA und RA hingesetzt haben und haben halt Robben-Tricks und voll die Pacer hingesetzt. Ich glaube, so kannst du nicht mehr in FIFA 17 spielen durch das neue Gameplay. Also so habe ich die Erfahrung machen können mit Dominik Machmal, als wir die FIFA 17 Vorversion anzocken durften. Da muss man, glaube ich, taktisch ein bisschen anders rangehen. Vielleicht ist er da der Richtige. Mal sehen. Da haben wir Fernandes von AC Florenz. Der Mann, der ebenfalls... der ist nicht 27, was laber ich? Der ist 29. Und der hat ja Pace 74. Der ist ja ausgeglichen bis auf die Defensive. Ist vielleicht auch nicht so übel, der Spielmacher. Und da sehen wir, Weakfoot hat auch 4 Sterne. Also, ja, es sind gute Spieler, die hier EA auf der Webseite präsentiert, finde ich jetzt. Bin gespannt, was ihr so schreiben werdet. Jetzt kommen wir zu einem Mann, den kennen noch viele. De Alessandro. Er hat bei Wolfsburg gespielt. Vielleicht kennen die Wolfsburger Fans den noch. Ja, mit 79 Gesamtstärke immer noch. Und das ist ja schon ein richtig alter Spieler. Guck mal, 1981 ist der geboren. Das heißt, der müsste jetzt 35 sein. Sorry, wenn ich jetzt aufnehme, kann ich nicht so schnell rechnen. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie alt der jetzt ist. Aber das können wir nochmal ausrechnen. 9, 19, 39, der müsste jetzt 45 sein. Quatsch, so alt ist der da noch nicht, oder? Ich rechne irgendeine Scheiße gerade, Leute. Der ist irgendwie 35, 36. Ich laber gerade Mist. Deswegen gehe ich weiter zu Buffon. Und Buffon hat auch Gesamtstärke 80. Den kenne ich gar nicht so von Lille Orsay. Aber der ist schon richtig gut mit Stärke 80. Und wenn wir überlegen, der ist auch noch gar nicht so alt. Der ist 23. Wird der jetzt direkt in 2 Wochen. Also während ich das Video online bringe, falls ihr das Video später sehen. Hat Pace 85. Dribbling 87, ist auch vielleicht ein Kandidat, vielleicht nicht für Ultimate Team, weil er Nationalität hat, wo es mal wieder ein bisschen schwierig wird, aber wenn man jetzt für einen Karrieremodus einen sucht, wer weiß, so ein Spieler auf der linken Seite kann man in dieser Form gut gebrauchen. Ich hatte die Idee, als ich die FIFA 17 Demo angespielt habe, dass das Dribbling, die Skills wieder besser mit dem Rechner-Analog-Stick funktionieren. Also ihr habt es vielleicht in meinen Let's Plays gemerkt. Skills auch im Livestream funktionieren nicht so gut, ist richtig peinlich, wie ich da manchmal ablose und ich hatte das Gefühl, dass ich relativ schnell im zweiten, dritten Spiel dieser Vorab-Version schon richtig gute Skills besser konnte als über das ganze Jahr bei FIFA 16. Ich glaube, das wurde nochmal richtig gut angepasst, deswegen freue ich mich auch darauf und deswegen sage ich auch im Livestream immer wieder, ich glaube, FIFA 17 Gameplay wird mir gut entgegenkommen, im Gegensatz zu FIFA 16, besonders was Ultimate Team angeht. Da hat man ja auch gesehen bei der YouTube-Bundesliga, das war ja gar nichts, was ich da mit dem 1. FC Köln hingeknallt habe. Wenn du fragst, worüber ich rede, kannst du gerne ganz unten im Kanal, da gibt es so einen riesen Abteil von Extrasendungen, beendete Serien, da gibt es alles Mögliche noch anzusehen, FIFA 16 und Pipapo. Und jetzt sind wir bei Carrillo von Benfica Lissabon, hat hier auch 4 Weak Foot und der hat hier Pace 91. Ich suche hier immer noch den schnellsten Spieler von FIFA 17. Bisher ist es immer noch Aubameyang mit der 96. Ich bin gespannt, was in den Tagen rausgehauen wird. Aber er kommt auch schon ran mit seinen 91. Neymar hat auch 91. Nur mal so zum Vergleich, ja. Da haben wir Dribbling 82. Also mit dem kommt man auch schon richtig gut dran. Aber er wird auch schon ein bisschen die teurere Variante sein. Ein Tickchen zumindest. Besonders, mal gucken, wie alt er ist. Er ist auch noch im guten Alter mit 91. Ist er jetzt 25, wenn ich richtig liege. Ist ein gutes Alter, mit dem man gut arbeiten kann, ganz ehrlich. Dann haben wir Giuliano, der Brasilianer von Zenit St. Petersburg. Stärke 80, der Spielmacher. Ist mit 90 ist er jetzt erstmal 26. Also der kann richtig auch noch... Die Blüte des Fußballers, so zwischen 25 und 28. Da hat man meistens die Best Years, wenn man nicht so wie Götze und Co. schon in jungen Jahren einfach überragend ist. Anführungszeichen Götze jetzt mal als Beispiel, weil die Zeiten sind ja ein bisschen vorbei, aber ihr wisst vielleicht, was ich meine, als Kloppo ihn da gefunden hat.
Ja, Pace 81, Dribbling 83. Dann haben wir El Shaarawy. Und der Italiener, der für mich sowas von keine Ahnung, warum der so einen Namen hat. Also er muss ja irgendwie eingebürgert sein. Vielleicht habt ihr Informationen über ihn. Ich kann jetzt auch ganz schnell auf Transfermarkt gehen. Lassen wir jetzt aber mal Gesamtstärke 81. Der Mann, der 22 ist, also der ist auch wirklich, glaubt, der wird auch noch in den nächsten Jahren, glaube ich, noch mehr aufblühen. Das sagen auch ganz viele immer, das ist ein Megatalent. Pace 87, Dribbling 84. Weak Foot hat er 4 Sterne. Auch das rockt ein bisschen, ne? Dann kommen wir zum nächsten und das ist Cuadrado und der Mann von Juventus Turin. Der rechte Mann, Stärke 82, Pace 92. Wir finden also noch ein Tickchen einer, der noch ein bisschen näher an Aubameyang rankommt. Dribbling 87, Weak Foot 3 Sterne, ist auch völlig in Ordnung. Auch mit dem Mann könnte man gut arbeiten. Auch hier bin ich aber wieder so, die Nationalität wird meistens immer so ein Problem bei so Spielern. Also wenn du jetzt italienisch dein Team, Ultimate Team aufbaust, ist das schon ganz gut so. Aber mit Kolumbien findest du halt auch nicht so viel überragende Spieler, die du halt deine Chemie verbessern kannst. Also das sehe ich so. Ich bin gespannt, was du dazu schreiben wirst. Jetzt sind wir bei Nani. Und Nani hat Gesamtstärke von 83. Das interessiert euch vielleicht auch, was für Gesamtstärken die haben. Weil bisher haben wir ja immer nur die Top 50 durchgegangen von Gesamtstärken mit Upgrade und Downgrade. Jetzt sehen wir auch mal andere Spieler. Also wir wissen schon mal, Nani wird 83 haben. Was gefühlt vielleicht schon ein Tickchen zu wenig ist für das, was er so in letzter Zeit geleistet hat. Aber ich halte mich da raus. Das ist heute nicht in diesem Video Thema der Diskussion. Wir sehen Pace 82, Dribbling 86, Schuss 79 und Pass 81. Weak Foot 4 Sterne und Skill Moves 5 Sterne natürlich, weil es geht hier auch um 5 Sterne. Alle Spieler hier, die ich zeige, haben 5 Sterne. Und jetzt sind wir bei Quaresma. Und Quaresma hat, könnt ihr auch mal sagen, ob er Quaresma oder Quaresma sagt. Das war ja bei der EM auch immer so ein Streitthema, der Mann von Beşiktaş. Stärke 83, Pace 84, Dribbling 88, Pass 81, Schuss 76. Defensive ist ja grauenhaft mit gerade mal 18, aber es ist halt ein sehr, sehr starker Offensivmann. Das haben wir auch bei der EM gesehen. Schon mal dazu. Dann kommen wir zu dem Bayern-Spieler Douglas Costa. Muss ich sagen, Douglas Costa hatte ich beim HSV in meiner FIFA 16-Serie. Schaut es euch gerne an, jederzeit abrufbar. Muss sagen, mit Shaqiri zusammen, meine absoluten Lieblingsspieler, mit denen ich zumindest in FIFA 16 richtig Skills machen konnte, richtig Spaß hatte, mit denen zu spielen. Danach kamen dann Coutinho und Götze, wo ich mit denen echt gut zurechtkam. Wer mich noch nicht so lange kennt, der wird noch nicht wissen. Deswegen sage ich jetzt nochmal, ich zum Beispiel kann überhaupt nicht mit Messi oder Ronaldo spielen. Ihr kennt das vielleicht. Es gibt so Spieler, die sind so geil mit ihren Rating und du kommst mit ihm nicht zurecht und dann hast du einen, der ein schlechtes Rating hat und plötzlich boomst du mit dem Spieler. Vielleicht kennst du das. Ich will jetzt nicht sagen, dass Douglas Costa ein schlechtes Rating hat, aber es gibt halt Spieler, mit denen kann ich's, manche nicht und er gehört dazu, dass ich es echt gut kann. Mit ihm, der Brasilianer mit Pace 92, also bisher wird es schwierig, an Aubameyang ranzukommen. Dribbling 86, also den Mann würde ich auch gerne mal wieder in meinem Kader haben. Dann kommen wir zum nächsten Bayern-Spieler. Thiago hat auch Skill Moves, 5 Sterne. Da halte ich mich jetzt mal ein bisschen zurück. Ich sage nur eine freche Sache. Ich finde nicht, dass der 5 Sterne verdient hat. Aber ich bin da mal still. Ich bin gespannt, was Leute, die Bayern besser kennen oder Bayern-Fans drunter schreiben, ob die es auch in Ordnung finden. Aber seid mal wirklich ehrlich, ob ihr das auch so seht. Er ist ein super Spieler, gar keine Frage. Aber wenn ich mich recht entsinne, sehe ich den gar nicht so viel Skills machen oder sonst was. Vielleicht täusche ich mich da auch. Er hat Pace 72, Dribbling 89, Schuss 75, Pass 82. Dass er gut dribbeln kann, ja. Ganz klar, das will ich gar nicht abstreiten. Aber ich meine, Skill-Moves sind für mich ja auch nicht nur Dribbling, sondern auch extrem spezielle Tricks auch machen zu können und solche Geschichten einfach. Dass er gut mit dem Ball umgehen kann, gut dribbeln kann, ja gut, dann muss so gesehen ist das völlig in Ordnung. Dann sind wir bei Ben Afra von PSG. Ben Afra eben auch richtig gut am Start, Gesamtstärke 84, Pace 82, Dribbling 88, Schuss 82, Pass 79. Dann sind wir bei Mahrez oder Mahrez, der Mann von Leicester City, der nach Vardy die meisten Tore geschossen hat, der mit Vardy zusammen Leicester City zum englischen Titel geführt hat, Stärke 85 hat er jetzt. Wenn man überlegt, dass Vardy irgendwie bei 69 oder 71 eigentlich war bei FIFA 16 Start und er irgendwie auch in dem Bereich und jetzt Vardy irgendwie bei den 80ern ist und er bei 85, das ist schon überragend, wie die sich da hochgearbeitet haben. So schnell kann es eben gehen, Leute. Wenn man mal Gas gibt und an sich glaubt, geht eben alles. Gruß an einige Fußballvereine, die gerade in Deutschland abkacken. FCK. So, Pace 82, Dribbling 88, Pass 80.
und auch Weak Food 4 Sterne. Wir sind bald am Ende und wir kommen zum nächsten Bayern-Spieler, Ribéry, der Frechdachs, der nie gelbe Karten bekommt. Hat Pace 82, Dribbling 90, Pass 73. Hier müsste man noch irgendwie machen, Aggressivität irgendwie 95. Jetzt habe ich gerade Schluck aufgekriegt. Yeah, ist immer geil, wenn man ein One-Take-Video startet und dann Schluck aufkriegt. Weak Food hat er nur 4. Naja, gut. Muss ich sagen, er kann extrem gut auch mit dem linken Fuß. Okay, könnt ihr mal sagen. Dann haben wir Di Maria vom PSG, der Mann, der da hingewechselt ist. So ein kleiner, gefühlter Wandervogel. Egal, der Argentinier, Pace 87, Dribbling 87, Schuss 79, Pass 84. Und ja, Weak Food ist da ein bisschen grauenhaft, bei ihm war es okay. Jetzt kommen wir zur ersten Legende-Spieler. Interessiert jetzt nur Xbox-Zocker für andere. Weggucken. Okoscha, ein saugeiler Spieler. Wer kann sich erinnern? Schreibt mal in die Kommentare, wie du den fandest. Das war so schnieke. Erinnert mich ein bisschen an Cool Runnings, den Film. Ist aber wieder ein anderes Thema. Der Spielmacher mit Stärke 87, Pace 84, Dribbling 90, Schuss 80, Pass 81. Und hier nochmal ein Hinweis, ich wurde das im letzten Video über die Legenden schon wieder gefragt. Es gibt Gerüchte, dass der Vertrag mit Microsoft nur noch für FIFA 18 gilt. Das heißt, wenn der nicht verlängert wird und das Gerücht stimme, gibt es ab FIFA 19 auch mal wieder Legenden, vielleicht für alle. Es liegt halt wirklich nur an diesem, Anführungszeichen, blöden Vertrag, den EA mit denen gemacht hat. Deswegen gibt es auch immer nur diese Xbox-Logo bei den Trailern am Anfang an. Und deswegen wird alles auf den Xbox-Controller angepasst. Und. Und dann haben wir noch einen, Pogba. Pogba mit ebenfalls 5 Skill-Moves, Weak Food, 4 Sterne, Stärke 88. Das kennen wir alle schon. Diskussion führten wir und. Deswegen gehen wir gleich weiter zu Neymar. Der hat Pace 91, wie gesagt. Keiner kommt bisher an Aubameyang ran. Aber da auch Weak Food und Skill Moves eben 5 Sterne. Das ist überragend gut. Da gibt es auch nicht mehr groß zu sagen. Und dann kommen wir noch zum großen, großen Gewinner in FIFA 17. Zu Ronaldo, der, wie gesagt, Messi geschlagen hat und auf Platz 1 im Top-Ranking ist. Kannst du ja gerne mal auf meinem Kanal reinschnuppern. Der hat ebenfalls Skill Moves 5 Sterne. Weak Food hat er 4 Sterne. Und jetzt kommen wir schon zum letzten. Und das ist Pelé. Und das heißt, Messi bekommt zum Beispiel keine 5 Sterne. Nur mal so nebenbei. Also keine 5 Sterne für Messi. Nur mal so nebenbei. Das wird wieder ein Diskussionsthema eventuell werden. Oder vielleicht war es auch immer so. Aber das ist eine Sache, die mir halt aufgefallen ist. Und wieder einer nur für Xbox-Zocker. Pelé, die Legende mit Stärke 95. Pace 95. Dribbling 84. Schuss 89. Pass 89. Dribbling, habe ich gerade schon gesagt, deswegen wiederhole ich mich gerade. Und das sind die heißen Kandidaten von den Skill-Moves. Ich glaube, das waren noch alle. Eigentlich hatte gestern EA noch bekannt gegeben, nur die Skill-Moves von Premier League und der französischen Liga zu zeigen. Plötzlich haben sie ging die Webseite nicht auf, es gab Probleme. Und anscheinend haben sie sich dann umentschieden und haben dann gesagt, komm, wir bringen alle online, weil dann war der Tweet gelöscht und keine Ahnung, was da los war mit diesen Kandidaten, mit diesen, ja, mit EA, was die da schon wieder machen wollten. Ich weiß nicht, was sie da wieder vorhatten. Aber so war es nun mal und so ist es nun mal. Und jetzt würde ich sagen, Ende im Gelände in diesem Video. Nochmal ein kurzer Hinweis, weil das Video ist nach dem Karrieremodus-Voting rausgekommen oder aufgenommen worden. Ich habe schon den Zwischenstand, sehe ich schon. Möchte euch nochmal auf etwas hinweisen. Einige scheinen, ich will niemanden jetzt verärgern oder ihm das vorwerfen, aber es scheinen einige nicht das Video durchgeguckt zu haben. So wirkt ein bisschen das Voting aktuell. Bitte schaut euch das Video komplett durch. Ihr könnt jederzeit euer Voting korrigieren. Und deswegen nochmal ein wichtiger Hinweis an euch. Ihr müsst nicht, ich wiederhole, nicht bei allen Kategorien eine Stimme abgeben, nur den Verein, den du gerne sehen willst, weil damit unterstützt du ja auch vielleicht ein Voting, das du vielleicht gar nicht willst, dass es gewinnt, weil es zählt ja, wer die meisten Stimmen hat. Das schon mal dazu, mehr wird wahrscheinlich doch schon früher als dem 15. September bekannt gegeben, wahrscheinlich schon Ende dieser Woche, denn da gibt es einige paar Themen, die wir dann doch nochmal angehen müssen, wie ich festgestellt habe, bei diesem Voting. Mehr dazu Ende dieser Woche. Wenn du wissen willst, von was ich rede, schau auf meinem Kanal. Da gibt es den Voting, welchen Verein wir nehmen zu FIFA 17 Karrieremodus.
Damit bedanke ich mich bei dir fürs Zuschauen. Lass doch einen Daumen da, das würde mich freuen. Guck mal in die Beschreibung. Einige Links zu Instagram und andere Social Netzwerke. Instagram bin ich am aktivsten. Und vielleicht hast du auch Bock auf ein cooles Fußball-T-Shirt oder so. Dann schau doch mal in den Bro-Shop rein. Demnächst gibt es da auch ein Gewinnspiel für dich. Und wer das Video erst später nach dem September sieht, so, deswegen sage ich mal tschüss und bis zum nächsten Mal. Dein Diko. Tschüdeli tschü.